Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Beim letzten Mal haben wir den Orden bekommen, welcher interessanterweise auch wieder vom Typ Käfer war. Und das war eine Sache, sagst du erstmal, Gluter. Bist du Guter oder was? Wie sieht's aus? Gluter ist ein Guter, okay, verstehe. genau, die Arena war wieder vom Typ Käfer, was relativ merkwürdig ist, weil die erste auch vom Typ Flug war. Es wäre mir neu, dass es überhaupt eine Einstellung im Randomizer gibt, der bringt, dass man die Arena vom gleichen Typ bekommt, aber vielleicht habe ich doch einen Weg gefunden, das irgendwie einzustellen. Wir werden es herausfinden bei der nächsten Arena, welche dann vom Typ normal sein wird. Ansonsten, Gluter, du musst mal von der ersten Stelle weg. Ganz klar, wir packen Toss an die erste Stelle und eine Sache, die ich auch gelesen habe, was wahrscheinlich sehr hilfreich wäre, wäre, wenn ich Wahlglas besser Toss geben würde, denn es wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis Toss irgendeinen anderen Angriff als... Warum gehe ich auf TMs? Bis Toss irgendeinen anderen Angriff als Aurora-Strahl mal einsetzen wird, denn die sind alle grauenhaft. Toss könnte natürlich sehr hilfreich werden, wenn wir erstmal Surfer bekommen, aber auch das ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und ich glaube, wir müssen jemanden Zerschneider beibringen, um durch den Wald zu kommen. Aber wisst ihr was? Wir schauen erstmal, ob wir im Wald noch irgendwas finden, dem wir vielleicht lieber Zerschneider beibringen wollen, als den allen hier, weil ich weiß nicht, ob jemand von denen überhaupt... Okay, Gluter kann Zerschneider lernen. Gar keine Lust darauf, gar keine Lust. Ich muss meine Pokebälle abholen. Kurt! Entschuldigung. Ah, wenn wir schon mal dabei sind. Moment. Dann möchte ich auch direkt die beiden Aprikokos hier drüben mitnehmen, weil warum nicht? Und die weißen Aprikokos sollten wir nicht abgeben, denn ich glaube, für die bekommt man den Mondball. Und der Mondball ist mit der nutzloseste Pokéball im gesamten Spiel, denn das ist der, der besser ist für Pokémon, die sich mit dem Mondstein weiterentwickeln. Und wie ihr vielleicht wisst, sind das gar nicht mal so viele. Und die es sind, die sind auch mit anderen Pokébällen nicht allzu schwer zu fangen. Dementsprechend wollen wir wollen keinen Mondball mitnehmen. Der ist ziemlich, ziemlich nutzlos. So, ich glaube, wir müssten 2, 3 Schwerbälle jetzt bekommen, die für sich natürlich super hilfreich sind. Wisst ihr, wenn wir bei Rigis Ziel eingehabt hätten, wer weiß, wie alles ausgegangen wäre. Hier, nimm. Dankeschön für die Schwerbälle. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Versuch mal, einen Pokémon damit zu fangen. Das ist der Plan. Ich habe noch mehr Aprikokos. Was können wir denn machen? Ich glaube, weiß war das mit dem Mondball. Grün oder rosa? Ich glaube, wir wollen gelb, weil gelb müsste zu Turbo... Ne, wisst ihr... Ach, was... Schwerbälle sind wirklich gut. Wir holen uns noch ein paar Schwerbälle. Was soll ich sagen? Was soll man machen? Es sind gute Pokébälle. Und dann stellen wir uns unserem Rivalen. Oh, das Lied ist schon direkt so durchtrieben. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass Team Rocket jetzt wieder da ist? Nein, ich habe mein Handy berührt und jetzt lädt es nicht mehr. Was auch immer. Es lädt wieder. Was? Du hast diese Bande eigenhändig aufgehalten, sagst du? Erzähl mir kein Märchen. Wenn es wirklich stimmt, dann kannst du mir ja bestimmt auch eine Kostprobe deiner Fähigkeiten geben. Also im Originalspiel fand ich den immer relativ, also ohne Randomizer, fand ich den immer relativ schwer zu bekämpfen, verhältnismäßig. Ja, ich denke, das können wir aber diesmal schaffen. Zigzag ist nicht unbedingt bekannt dafür, das stärkste aller Pokémon zu sein. Ist 2 Level über Toss? Aber ich habe das Gefühl... Was ist das mit dem Genauigkeitssenken, was die aktuell immer machen? Ich habe das Gefühl, das wird unserem Austausch nicht allzu viel Schaden zufügen können. Dafür hat Austausch schlicht und ergreifend zu viel Verteidigung. Girafarig. Ich meine, greift speziell Level 18. Wie hoch ist die Spezialverteidigung von Toss? Ebenfalls überdurchschnittlich. Lass mich das mal eben nachschlagen. Spezialverteidigung. Oh, nein. Die ist unterdurchschnittlich. Moment, lass mich mal kurz. 17, 18, 24. Jo, ich schätze, wir schicken Gertrude rein. Und ich glaube, Gertrude ist nicht mal wirklich ein Name. Ich glaube, ich wollte Gertrude oder sowas machen, aber mir ist nichts eingefallen. Agilität. Ich meine, ich habe auch nichts dagegen, wenn Girafarig gar keine Konfusion macht, aber... Wenn es Konfusion macht, hätte ich gern Pokémon draußen, das ein bisschen mehr Spezialverteidigung hat. Intensität! Schnüffler? Ja, diese Girafarig scheint bisher nicht das stärkste Moveset. Die 8. Nicht das stärkste Moveset soweit zu haben. Oh, Gertrude natürlich. Mit der Intensität aus der guten alten Zeit.
damals als Angriffe noch richtig Schaden gemacht haben. Eine zufällige Menge, je nachdem, nochmal die 8. Ist keine zufällige Menge. Gertrude weiß einfach, was wir sehen wollen. Ich meine, 8 ist nicht das Höchste, aber 8 ist ziemlich gut. Ziemlich in Ordnung. Ebenfalls gute Erfahrungspunkte. Rigigigas. Level 16. Sieh mal einer an, du hast inzwischen etwas mehr Mumm in den Knochen. Ja, saumselig. Das heißt, er hat jetzt erstmal halbierte Stats für die nächste Zeit. Ich denke, Walter wird das ganz geschmeidig hinbekommen. Ohne Probleme. Gott, ich hasse Rigigigas vom Design. Sieht für mich immer ein bisschen aus wie ein Clown. Oh, Confucius ist nicht gut. Wir gehen aufs Ganze. Komm schon, Walter. Der tut weh. Der tut weh. Vor allem noch zusätzlich mit dem Wahlband. Huh. Mit Rigigigas will man da nicht tauschen. Sehr schön. Level 16 für Gertrude. Und Walter. Level 15 nach wie vor. Das ist okay. Diese Pokémon sind zu nichts zu gebrauchen. Glaubst du, glaub mir, du kannst nur gewinnen, weil meine Pokémon schwach waren. Ich stimme dir in dem Fall zu. Ich kann Schwächlinge einfach nicht ausstehen. Das gilt nicht nur für Pokémon, sondern auch für ihre Trainer. Hier verunstalten mir eindeutig zu viele Schwächlinge die Gegend. Team Rocket ist genauso schlimm. Nicht einer von dieser Bande hat was auf dem Kasten. Die Leute von Team Rocket halten sich bloß für die Größe, weil die Zahl ihrer Mitglieder so hoch ist. Aber mir machen sie nichts vor. Ich werde jedem, der sich mir in den Weg stellt, eine Lektion erteilen. Genau wie dir. Also das sind große Worte für jemanden, der verloren hat, ohne auch nur einem meiner Pokémon Schaden zuzufügen. Es schnüffelt den Rauchgeruch. Ja, ist ziemlich rauchig hier. Okay, Toss, wir müssen Pokémon fangen. Also Konzentration, Fokus. Und dann nehmen wir was Gutes mit. Oh, ein Paras ist da. Ja, wir laufen direkt ein bisschen. Okay, da ist es schon. Wollte sagen, wir laufen ein bisschen im Kreis, aber da ist schon aufgetaucht. Dann wiederum. Blum ist natürlich nicht so gut, aber ich glaube, ein Krakelo wäre schon ziemlich cool. Gegen Krakelo hätte ich. Nicht Krakelo, sondern Krabums. Krabums wäre cool. Aufruhr ist natürlich ein bisschen riskanter Angriff, aber kein Stampfer und sowas. Und natürlich normal Stab. Da ist schon der Aufruhr. Ich denke, damit kann man was anfangen. Wir müssen es nur irgendwie dann erstmal trainieren, denn ich traue Flummel nicht zu, dass es von sich selbst aus kämpfen kann. Dafür scheint es mir schlicht und greifend noch nicht stark genug zu sein. Und ich habe auch absolut kein Pokémon, mit dem ich Flummel irgendwie schwächen könnte. Ach, komm. Komm, hör doch auf. Hör doch auf jetzt. Beziehungsweise ich traue mich nicht, denn ich glaube, Flummel hat echt nicht viel Verteidigung und meine Pokémon sind alle deutlich höher vom Level her. Bleib einfach drin. Du bist ein bisschen Flurmel. Wie schwer kann es sein? Es kann scheinbar sehr schwer sein. Ich habe jetzt ein paar Pokebälle geworfen, ist nichts weiter passiert, aber ich denke, ich werde mal eben zu Gertrude wechseln. Denn die sollte deutlich weniger Schaden durch Aufruhr nehmen. Und dann werfe ich weiter Pokebälle und hoffe, dass irgendwas passiert. Wisst ihr, was uns irgendjemand weiterhelfen würde, wenn wir ein Pokémon hätten, das sowas wie so eine Art Angriff hätte, der eventuell eine Statusveränderung bei dem Gegner auslösen kann? Sowas wie Donnerwelle zum Beispiel. Das wäre echt hilfreich gewesen, aber man kann nicht alles haben und wir haben Flummel gefangen. Genau in dem Moment, als ich ihm eine lustige Geschichte über Puzzle erzählt habe. Sein Schrei ist so laut wie ein Düsenflugzeug. Bei Gefahr vertreibt es damit seine Feinde. Flüster. Warum bist du ein Flüster-Pokémon, wenn dein Schrei so laut ist? Oh Gott, Name. Okay. Ich denke, als jemand, der letzt umgezogen ist und inzwischen tatsächlich angrenzende Nachbarn hat, kann ich nur sagen... Wir nennen dieses laute Pokémon Nachbar. Irgendjemand hier im Haus? Ich weiß nicht, ob es mein direkt angrenzender bzw. Nachbar unter mir ist. Aber irgendjemand, jeden Vormittag, hat das Bedürfnis, sämtliche Stühle umzustellen. Das ist ein bisschen nervig. Nicht der größte Fan davon, aber was will man machen? Was will man machen? Und sollen wir den Nachbarn bekommen? Ich denke, das ist ein sehr angemessener Name für ein sehr lautes Pokémon. Meine Nachbarn sind nicht so laut. Sind nicht so laut eigentlich. Aber ich dachte, es wäre lustig, versteht ihr? Ich will doch nur lustig sein. Sollen wir noch einen Schutz dabei? Denn ohne Schutz habe ich absolut keine Lust, durch den Wald weiterzulaufen, denn der wird mir so auf die Nerven gehen. Wir müssen nämlich noch dem Porente hinterher und auch gar keine Lust. So, Nachbar, wie sieht's aus? Es schnüffelt den Rauchgeruch. Ah ja.
sehe ich schon, es scheint hier eine universelle Sache zu sein, die alle machen. Ich würde gerne was kaufen. Und zwar würde ich gerne einen Schutz kaufen. Wir haben nämlich 0. Gib mir 5. Ansonsten Pokebälle. Brauchen wir keine. In Ducatia City gibt es großes Kaufhaus. Da wird es dann, denke ich... Wir nehmen einen Netzball mit. Man kann ja nie wissen. Ich würde gerne mehr mitnehmen, aber der ist zu teuer. Ja, und dann schauen wir einfach als nächstes, was in Ducatia City noch alles so zu kaufen gibt. Und jetzt haben wir erstmal den Nachbarn an der ersten Stelle, damit er ein bisschen leveln kann. Und ich denke, wenn wir Krakelo haben, was wir nicht zufällig in der Zukunft bekommen sollten, dann... mies. Ich muss Zerschneiden noch jemanden beibringen. Ich glaube, es wird auf Luther hinauslaufen. Hallo, Johnny. Oh nein, was mache ich jetzt nur? Mein Boss wird sicher wütend auf mich. Die Porenta, die für uns Bäume zur Kohlegewinnung fällen, sind in den Wald getürmt. Könntest du für sie vielleicht anfangen? Porenta haben so gute Ohren, dass sie sich sofort in deine Richtung drehen, wenn du auch nur auf einen Ast trittst. Aber das ist die Gelegenheit, um dich ihnen von hinten zu nähern. Denkst du, du kriegst das hin? Okay. Lass uns hier mal kurz über grundlegende Arbeitsmoral reden. Je nachdem, wie gut der Arbeitsplatz ist, kann die natürlich deutlich nach unten gehen und man verbringt die Hälfte des Vormittags auf dem Klo. In seinem Fall würde ich sagen, wir sind ungefähr in so einer Situation. Er muss auf das Porenta aufpassen, das ist seine Aufgabe. Und er sagt, oh nein, ich habe versagt. Hey, hier, ich erkläre dir mal eben, wie du das Porenta einfangen kannst. Mach doch mal. Ich meine, also... Wirklich, was, in welcher Hinsicht ist das meine Aufgabe? Porenta schaut in meine Richtung. Ups. Ja, dann nähern wir uns Porenta mal. Oh, wir hätten Fukano hier haben können. Das wäre natürlich sehr cool gewesen. Das hat sogar Bedroha. Dann wiederum, ich weiß nicht, ob wir überhaupt ein setzen wir Getriebe ein. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwo einen Feuerstein herbekommen. Also ist wahrscheinlich auch besser so. Oh, es hat sogar Biss. Ja, es wäre nicht garantiert, dass wir Fukan überhaupt weiterentwickelt bekommen. Also, oh, das ist eine kleine Intensität. Sehr geringes Erdbeben an der Stelle. 32 Erfahrungspunkte. Ich meine, vielleicht hat es für Nachbar mehr gebracht als für mich. Level 7 für Nachbar. Das heißt, wenn wir auf Level 7 sind, können wir jetzt auch einen Schutz einsetzen, denn die wilden Pokémon hier sollten jetzt alle niedriger als Nachbar sein. Deswegen habe ich davor noch keinen eingesetzt, weil bringt ja nichts. Wenn die wilden Pokémon noch... Hallo? Weil ich habe es jetzt schon erwischt. Das geht so schnell. Wow, du hast es geschafft, einen Zeporenta wieder einzufangen. Vielen Dank, Arsene 2. Ach, okay. Ja. Ist okay, Johnny. Überarbeite dich nur nicht. Wollte nicht, dass dir was zustößt. Dass du Burnout bekommst hier. Upgrade? Das werden wir verkaufen. Denn wir werden mit ziemlicher Sicherheit kein... Moment. Wir werden mit ziemlicher Sicherheit kein Porygon bekommen. Behaupte ich mal. Und wenn, dann weiß ich gar nicht, ob wir das Upgrade überhaupt bräuchten, um es weiterzuentwickeln. Ich weiß nicht genau, wie es in dem... Randomizer geregelt ist. Das ist jetzt ein bisschen nervig, warte mal. Hat es jetzt runtergeschaut? Nee. Ja, jetzt läuft's weg. Läuft es wieder nach links rüber? Ja. Yeah. Jetzt nach unten. Komm schon. Wir braten hier unseren ganzen Schutz für absolut nichts. Jetzt läuft er rechts rüber. Genau. Nee, so kann ich dich auch nicht richtig anschauen. Wenn ich es jetzt anklicke, dann sollte es runterlaufen, oder? Wo läuft es jetzt hin? Das ist natürlich nervig. Wie kriege ich es dazu, dass da rechts irgendwo rüberläuft? Wie
mich dazu bringen, nach oben zu schauen? Ja, yeah, aber dann kann ich nicht einfach... Ach, warte. Ja, ist okay, der Schutz. So viel Geld, dass wir gerade für nichts rausgehen mit, raushauen mit dem Schutz. Lass einfach hier nach rechts rüber schauen und dann... Dann nehme ich dich mit. Was ist das? Okay, wir haben es erwischt. Ich weiß auch nicht. Klasse, beide Projekte sind wieder zurück. Vielen Dank für deine Hilfe. Auf mich hören die Pokémon von meinem Boss ja nicht, weil ich keinen Orden habe. Mann, da hatte ich aber echt Glück. Ja, die würden auch so nicht auf dich hören. Du scheinst nicht so viel Autorität zu genießen. Oh, da sind ja meine kleinen Po und Renter. Ey, ich will nicht das Pokémon namens Po sein. Sag bloß, hast du diese beiden etwa für mich eingefangen? Wenn diese zwei keine Bäume für mich fällen, kann ich keine Kohle herstellen. Wie fällen Porentepot Bäume? Vielen Dank, wie kann ich mich nur dafür erkenntlich zeigen? Ich hab's eben das hier. Die VM1 Zerschneider. Ich hätte auch noch gern Holzkohle, bitte. Dass die VM Zerschneider besitzt in Orden aus der Arena von Azalea City, kann ein Pokémon deiner Wahl damit kleinere Bäume fällen. Aber hat ein Pokémon dieses VM einmal gelernt, kann es sie so schnell auch nicht wieder vergessen. Leg dir also sehr gut, welchen einem Pokémon du sie beibringst. Ich nicht Holzkohle? Wahrscheinlich muss ich sie dafür in ihrem Haus besuchen. Wir gehen jetzt aber nicht zurück, weil ich will nicht, dass mein Schutz komplett ausläuft. Das mit den VMs ist so... Ich weiß nicht, warum sie das so lange beibehalten haben. Es war so eine wunderliche Entscheidung, dass man VMs nicht verlernen kann. Also ohne den Attackenverlerner. Ach, Gluter. Es tut mir ja leid. Ich wollte ja auch nicht, dass es... Oh. Komm, weg mit der Glut. Auch wenn es natürlich, wenn sie Gluter seinen Namen gibt, aber... Ich wollte halt Rauchwolke noch behalten und Drachenwut auch. Und Feuersturm erst recht. Dementsprechend, die Glut musste weichen. Ich meine, da ist ganz gut, dass wir AP Top auf Feuersturm hinbekommen haben. Celebi, bist du da? Der Steineichenwaldschrein, der wurde zu Ehren des Waldpatrons errichtet. Schaut auch auf waldpatreon.com/mythosofgaming vorbei, um mehr darüber zu erfahren. Krambobeere. Wo ist der Kopfnussmeister? Er ist irgendwo da unten unterwegs. Oh nein, das ist unser letzter Schutz jetzt. Der letzte Schutz ist gleich vorbei. Gleich wird alles grauenhaft. Grauenhaft wird es. Ja, da ist er. Komm ich zu dem ran. Ist hier was? Nein. Ist hier was? Wasserstein? Potenziell hilfreich für die Zukunft, was sagst du dazu? Nachbar schaut zu, wie das Licht durch die Brombkronen blitzt. Ja, richtiger Baumfanatiker, der Nachbar. Hallo, Kopfnussmeister. Oh Gott, macht der das selber? Der hat nicht mal ein Pokémon dafür? Geht's dir gut? Ja, was ich hier tue, fragst du, ich schüttle Bäume mit Kopfnuss. Willst du auch mal ausprobieren? Ich bring's dir gern bei. Ich weiß nicht, ob er es unendlich auch beibringt. Ich schätze Nachbar an dem Punkt. Pam, Nachbar wurde Kopfnuss beigebracht. Na, was sagst du? Jetzt wirkt dein Nachbar doch gleich viel wuchtiger. Sich Tool fragst du, ich stelle dir bei mit Kopfnuss, willst du auch mal aufzuprobieren? Ja. Ich würde es gerne noch wem beibringen. Kann Getriede Kopfnuss lernen? Naja. Scheinbar kann jeder aus meinem Team Kopfnuss lernen. Ja, Tackle weg. Für den Fall der Fälle, Kopfnuss ist halt... Ist ein wirklich guter Angriff. Ist ein wirklich solider, normaler Angriff. Da können wir uns auf jeden Fall mal die Taschen voll machen damit. Sprich nichts dagegen. Ja, Gertrude wirkt jetzt doch so viel wuchtiger. Wem können wir sonst noch Kopfnuss beibringen? Gluter nicht. Denn Gluter hat bereits der Schneider, tragischerweise. Torst kann ich auch drauf verzichten. Kann sauber Kopfnuss lernen? Das wäre super. Walter vielleicht? Nee, ich habe gerade drüber nachgedacht und es gibt von den Typen her nicht wirklich irgendwas, wo normal Vorzüge gegenüber Kampf hat. Ich meine, gegen Flug, Pokémon, aber. Oder Gift oder so. Vielleicht hätte ich es mitnehmen sollen. Hallo, ich bin Storm, alles okay? In letzter Zeit sind mir viele wilde Turtok begegnet. Oh, ich hasse, wenn das passiert. Zum Glück kann man sie leicht besiegen. In Ordnung, bleib sauber.
Dieser Tom. Das ist ein Kerl. Du nicht. Was ist mit dir? Lass mich in Ruhe. Kimono, mein Gewand. Sag mir, wie finde ich zum Waldesrand? Was sagt ihr der? Ihr wollt mich schon mal gesehen haben in Viola City? Gewiss täuscht ihr euch. Aber wärt ihr unter Umständen so freundlich, meiner Wenigkeit den Weg aus dem Wald zu... Ja, was soll das eigentlich? Ja. Kennt ihr wirklich den Weg? Ja. Siehst du? Es kommt ja aus dem Wald, das wohnt hier. Sieh an, möchtest du mir vielleicht den Weg nach draußen zeigen? Was für ein kluges Pokémon. Ich gehe schon mal vor. Ich verstehe nicht, was das soll. Also warum haben sie das mit den Kimono-Girls hier hinzugefügt? Ich meine, man kämpft später gegen die und sowas, aber warum soll ich jetzt aus dem Wald raushelfen? Wie kam sie überhaupt in den Wald rein, dass sie direkt vergessen hat, wie man wieder rauskommt? Sie war 20 Schritte vom Eingang entfernt. Also das ist natürlich potenziell gefährlich und potenziell eine gute Gelegenheit für Sauber, sich weiterzuentwickeln. Der Orle Zuverlässige. Egelsamen wird nie alt. Windstoß. Wie viel Schaden machst du mit Windstoß gegen Bisasaur? Absolut. Oh, ich meine, das ist gerade mal Level 6. Okay, wisst ihr was? Wenn es weniger Schaden als das gewesen wäre, dann hätten wir uns Gedanken machen müssen. Ich war kurz positiv überrascht, aber es ist ja wirklich nur Level 6. Das kann ja nichts machen. So, weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Weg. In den Müll. 89 Erfahrungspunkte. Nachbarreich Level 8. Sehr schön. Und Sauber erreicht nicht Level 18. Nicht mal ansatzweise. Oh mein Gott. Oh. Rossidier. Das ist kein guter Gegner für Nachbar. Für wen anders? Und für Getriede an sich. Ja, Getriede wirft einen Stein auf Rossidier und dann sollte das schon. Soll sich das Ganze schon erledigt haben. Oh, der Pulverschnee. Oh. Au, Volltreffer, wirklich? Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Hier ein Steinwurf. Ich schmeiß dir besser mal einen Stein auf den Kopf, damit du nicht mehr so frech bist. Hat erfolgreich geklappt. 80, kein Level up. Das ist okay. Gibt hier noch was? Ne, wir wollen noch nicht kopflos einsetzen. In irgendeiner Stadt wird uns kopflos aber noch was bringen, dass wir da ein Pokémon fangen können. Ich weiß nur aktuell nicht wo, weil die meisten hatten auch Gewässer bisher. Dann meine ich alle. Route 34, Tipps für Trainer. Lass mich in Ruhe. Ich wollte das Schild nicht anquatschen. Hey, hier trainiere ich! Ja, dann sehen wir schon zwei. Ah, ich denke, ich werde das hohe Gras jetzt erstmal noch meiden. Denn Level 7. Denn ich habe das Gefühl, wir werden hier besser einfach... Kopfnuss. Ja, das ist ein Angriff. Wir werden hier dann mit ein paar besseren Bällen im Idealfall zurückkehren. Ich werde jetzt nicht wieder nur mit meinen Pokebällen und Schwerbällen hier in den Kampf ziehen. Beziehungsweise auf die Mission Pokémon zu fangen. Da kann so viel schief... Sporenwert. Da kann so viel schief gehen. Genau wie mit dem Sporenwert. So gute Gelegenheit für Nachbar-Erfahrungspunkte zu sammeln. Ja, wir machen Paare-Heiler. Beziehungsweise kommt drauf an, was als nächstes für ein Pokémon kommt. Sichlor. Das beste Pflanzen-Pokémon der zweiten Generation, habe ich gehört. Paare-Heiler. Sichlor hat keinen gefährlichen Angriff, oder? Oder? Was kannst du, Sichlor? Zuki? Gefährlicher, als ich mir wünschen würde. Silberblick. Danach wird der Ruckzuckhieb extra gefährlich. Ja, okay. Ich denke, es ist an der Zeit für den Nachbarn, sich zurückzuziehen. Das wird sonst nicht gut ausgehen. Dieses Sichlor ist doch ein bisschen wuchtiger, als ich dachte. Und das, obwohl es noch nicht mal Kopfnuss beherrscht. Und das war Sichlor. Bei der Gelegenheit können wir natürlich auch Sauber direkt dazu bringen, sich weiterzuentwickeln. Kann ja auch nicht schaden. Ja, Flummel hat so miese Stats. Unerhört. Ah ja, das sind ja alles Käfer-Pokémon schon wieder. Ja, ohne Probleme werden wir die alle los.
ohne Probleme. Und Taubsi, wenn du vielleicht dich mal weiterentwickelst, dann... Ich hätte nichts dagegen, wenn du vielleicht mal ein anderes... Oh, nö. Lachsrauch ist jetzt aber nicht für immer weg, oder? Den krieg ich wieder nach dem Kampf, richtig? Ich hoffe es mal. Genau, Taubsi, sauber. Saubere Arbeit soweit erstmal. Zum einen, zum anderen. Wenn du Flügelschlag lernen willst, hätte ich da absolut nichts gegen einzuwenden, okay? Fände ich vollkommen okay. Ich könnte es nachvollziehen, ich würde es verstehen. Du wirst nicht von mir verurteilt, wenn du Flügelschlag lernen willst, okay? Ich denke, niemand wird dich dafür verurteilen. Niemand. Merkt ihr das, okay? Dann würde ich sagen, es ist Zeit für unsere erste Entwicklung in dieser Nasok-Challenge. Hat ganz schön lange gedauert eigentlich. Aber besser später als nie. Teenager Joe. Potzblitz! Du sagst es, Joe. Joe, so heißt auch mein Rivale. Was war das für ein Space-Sound-Effekt? Glückwunsch, denn sauber wurde zu Tauboga. Saubere Arbeit. Und da hat er auch eine saubere Mähne natürlich jetzt. Und keinen Flügelschlag. Wie sieht es ansonsten aus? Wir haben Lachsrauch wieder. Das ist nett. Erhöht Fluchtwert, wenn das Pokémon verwirrt ist. Bleibt dabei. Die Stats. Sind auf jeden Fall ein bisschen höher als die von Nachbar. Ist nicht das beste Flug-Pokémon. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension abgeholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Ah ja, Pension. Das Ei werden wir auch gar nicht erst mitnehmen, denn... Ich meine, Eier sind nicht randomized. Also, wofür die Mühe? Wofür die Mühe? Wofür die Mühe? Wofür überhaupt nachschauen? Sie haben entweder Gift oder Pflanze. So oder so schicken wir doch mal unsere neuen Sauber raus. Unser sauber entwickeltes Pokémon. Also langsam aber sicher passiert mir das zu oft. Langsam aber sicher passiert mir das mit dem Egelsamen zu oft. Dankeschön. Muss ich trotzdem zurückziehen, weil der Egelsamen immer noch aktiv ist. Der nervigste Angriff überhaupt. Erstaunen, ach Wahnsinn. Endivier. Ich würde natürlich dazu neigen, ein bisschen frech zu... Ich meine, ich glaube, Egelsamen ist noch aktiv. Wir schicken Gluter rein. Wir schicken Gluter rein. Gibt keinen Grund, hier ein unnötiges Risiko einzugehen. Sierblatt, ich meine... Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Endivier irgendwas hätte machen können, aber... Wie gesagt, hier gibt keinen Grund, Risiko einzugehen. So dringend braucht... Sauber die Erfahrungspunkte auch nicht. Ich habe den Namen von Sauber gerade nicht komplett vergessen. Poke-Fan Antoinette. Warum muss es auf diese Weise enden? 832 Poke-Dollar? Das ist schwer in Ordnung. Hier liegt es dagegen, mal ein Münzamulett irgendwo zu finden. In meiner Klasse bin ich der Pokémon-Experte. Ach, das ist jeder. Das ist so, wie jeder aus seinem Freundeskreis der beste Smash Bros.-Spieler ist. Zumindest bei Melee und dann, wenn man gegen irgendjemanden kämpft, der das Spiel halbwegs kann, denkt man sich, ja, okay. Der cheatet also. schicken wir Toss raus. Schicken wir Toss raus. Und Nidoking ist so ein cooles Pokémon. Leider habe ich immer das Gefühl, dass Nidoking super schlecht ist. Ich meine, vielleicht kannst du heutzutage irgendwas lernen, das irgendwas bringt, aber... Denn Generation 4 Nidoking, das sollte ziemlich traurig sein. Generation 1 Nidoking ist wahrscheinlich okay. Weil es ja eh nicht viele Angriffe gab und es eh nur darauf ankommt, ob du ein Pokémon Blizzard beibringen kannst. Schluppuck. Es ist also kein Bodentrainer. Es ist ein Gifttrainer. Ich muss sagen, Toss Aurora-Strahl mit der Wahlbrille macht sich soweit ganz okay. Kann man nicht drüber meckern? Auch darüber kann man reichlich meckern. Reichlich meckern kann man hierüber gerade. Aurora-Strahl. Doppel Giftwolke. Warum kann ich nicht einfach daneben gehen? Oh, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich warte aktuell auf ein Paket. Eins, das sehr wichtig ist. Nein! Aber na gut, man findet ja wohl irgendwann mal seinen Meister. Ja, du hast den Meister gefunden.
Ja, wenn du in meiner Klasse wärst, dann wärst du nur Nummer 2. Das kann ich dir versprechen. Auf jeden Fall, ich warte auf Paket, was... Meine Zeitschriften... Ich bin ja immer noch nach dem Umzug und ich habe mir... Ich werde es gleich erzählen. Opa! Bist du mit der Arbeit fertig? Das Pokémon, das du mir gegeben hast, ist gesund und munter. Scheint auch recht fit zu sein. Oh, MOP männlich. Ich will dir mal vorstellen, das hier ist MOP männlich, ein Trainer. Ich glaube, er hat ein großes Talent, aber du bist natürlich viel besser. Komm mit, MOP männlich. Ich will nicht. Kann ich gehen? Ich werde die Geschichte erzählen. Das ist die Pension, wir wissen, wie die Pension funktioniert. Auf jeden Fall bei den Zeitschriften. Ich hatte dir davor immer... Ich meine, Zeitschriften sind natürlich ein essentieller Teil für einige meiner Videos. Ich hatte die immer... Ich hatte die irgendwo gestapelt in einem Schrank und ich hatte nicht wirklich Platz dafür. Es war ein bisschen grauenhaft. Das heißt, was ich da mal geschaut habe, es gibt so... es gibt Kartons für Comics zu kaufen. Die Kartons sehen schrecklich aus und die kommen mir nicht ins Haus. Die sind absolut hässlich. Was ich mir geholt habe, war so zwei so Taschen mal, wo dann Comics reinpassen, beziehungsweise Zeitschriften im Comic-Format, wo ich ein paar habe. Das heißt, das Gute sind die da verstaut. Und dann ging die lange Suche los nach irgendwelchen Behältern, die... oder Boxen, die dafür passen, dass man größere Zeitschriften, wie zum Beispiel die Endzone oder die Kidzones reinpacken kann, welche etwa so im DIN A4-Format sind. Und wie sie herausstellt, gibt es dafür absolut keine Boxen oder sowas zu holen. Ist ein bisschen nervig. Was ich mir geholt habe, waren dann solche, keine Ahnung, fürs Büro quasi, wo man so seine Dokumente reinstellen kann und sowas. Welche, die man ein bisschen zusammenklappen kann. Und die sind halbwegs cool und ich bin halbwegs zufrieden damit. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn die da sind, denn ich habe noch die... Ich habe für die Zeitschrift noch in den Kartons drin, weil ich bisher absolut keinen Platz hatte, wo ich die verstauen kann. Und jetzt, wenn ich sie richtig verstauen kann, das wird ein Traum. Vor allem kann ich da noch so viel besser darauf zugreifen. Weil wenn man so ein paar Stapel hat, einfach wo Zeitschriften übereinander liegen, wenn man da irgendwo eine aus der Mitte rausbraucht, ist keine gute Methode, das aufzubewahren, kann ich euch sagen. Keine gute Methode. Und das war die Geschichte. Ja, dann würde ich sagen, Dukatia City... Bevor wir hier weitergehen, machen wir noch den Trainer hier. Ich vertraue meinen Fähigkeiten als Trainer. Möchtest du dich überzeugen? Sehr, sehr, sehr gerne würde ich mich von deinen Fähigkeiten als Trainer überzeugen, Jonathan. Knaxel. Da habe ich genau den richtigen Gegner für dich. Genau den richtigen Gegner. Genau das, was der Arzt beschrieben hat. Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Warum? Sprungkick, bring's um. Ich will dieses Knaxel nie mehr wiedersehen. Ich will es nie mehr wiedersehen, okay? Gerade als ich darüber geredet habe, dass... Jonathan. Gerade als ich darüber geredet habe, dass... TOS sich so gut macht und dann... So dummer Verlust. Was muss das auch noch auf dem Level unter 40 KP haben? Okay, ablegen. Das Item werde ich noch mitnehmen. Das brauche ich noch. Ja, das... Okay, was soll ich sagen? Es war einfach nur Müll. Das war einfach nur Müll. Kann ich nichts anderes dazu sagen. Mochte ich nicht. Bin ich kein Fan davon. Ich hoffe, das wird sich nie wieder wiederholen. All meine Pokémon. Dann würde ich sagen, wir sind erstmal soweit fertig für heute. Morgen werden wir werden uns in der Stadt ein bisschen umschauen. Wir werden Pokémon fangen und wahrscheinlich die Arena machen. Wahrscheinlich. Wisst ihr, was das größte Problem ist? Das ist ein Problem, das ein bisschen ironisch ist. Wir haben jetzt nichts mehr, was gut gegen Drachen-Pokémon ist. Ironischerweise war natürlich
TOS genau das, was dafür gut gewesen wäre, aber das hat sich so halt erstmal erledigt. Ist das nicht schön? Ja, bezaubernd. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.